Das müsste mich eigentlich in den abgeschotteten Raum führen, denke ich mal. Ja, tut's auch. Nagaseele, hallo. Du spürst die Präsenz einer Seele, die sich windet und biegt. Sie nimmt Notiz von dir und kommt näher. Ihre ruhelose Essenz kitzelt an deiner. Sie ist auf der Suche, auf der Jagd. Du erkennst, dass es sich um die Seele einer Naga handelt. What is this? Come closer. You glow so brightly. Just like Nagaseele, was ist das? Komm näher. Du leuchtest so hell, genauso wie die Seele schreckt durch eine brutale Erinnerung zurück, wie ein Kind, das sich seine Hand am Ofen verbrennt. Wonach hast du gesucht? away. Nach einem Weg. Erinnerungen blühen in ihr auf. Plötzlich lässt ein Schwall aus Erinnerungen ihre Essenz erzittern. The striped fiends profane the island, endlessly burrowing, building. They bury the Adra under stone. Die gestreiften Monster verschütteln die Insel. Endloses Graben und Bauen. Sie vergraben den Adra unter Steinen. Sugan says we must find a way in. Sugan says I must find a way in. Sugan sagt, wir müssen einen Weg hineinfinden. Sugan sagt, ich muss einen Weg hineinfinden. Du spürst eine Wärme in diesen Gedanken, Stolz. Wer ist Sugan? Speaker for the gods, grandfather to many. He leads us here, and here I must find a way in. Sprecher der Götter, Großvater vieler. Er führt uns hierher und hier muss ich einen Weg finden, hinein. The fiends gather at the walls, searching too. Not for me, but they see me still. Die Monster versammeln sich an den Mauern. Sie suchen nicht nach mir, aber sie sehen mich trotzdem. Du spürst eine stechende, mitfühlenden Schmerz, als würden dich Kugeln durchdringen. Ja, sie wurde erschossen, hä? Komm mit mir. It is too dark. I will lose my way or be swallowed by the terrible walker. Es ist zu dunkel, ich werde mich verlaufen oder von dem schrecklichen Läufer verschluckt. Die Angst durchführt sie wie ein Zittern. Stay a little longer. Your glow is a comfort here. Bleib noch ein Weilchen, dein Leuchten ist ein Trost in dieser Gegend. Du bist gestorben. No. Not dead. Still searching. Nein, nicht tot, doch auf der Suche. Eine verzweifelte, unregelmäßige Welle strömt durch die Seele der Naga der vierten Ehe. Wonach suchst du? A way, I said. A glowing, shining way. Nach einem Weg, sagte ich, einem leuchtenden, glänzenden Weg. Während sie spricht, kannst du spüren, wie du in ihre Erinnerungen und in den tiefschwarzen Abgrund des Zwischenreichs gezogen wirst. Du erinnerst dich an dich von deinem eigenen kleinen Abstecher dorthin daran. Aber aus der Dunkelheit siehst du und Janas auch einen hellen Riss, eine Säule mit Wurzeln, die bis ins Herz der Welt zu reichen scheinen. Ja, eine Adrasäule. Du erkennst, dass es sich um eine Adrasäule handelt, ja, Supi. The way glows like an anglerfish lure, but it feels safe. Nagaseele, der Weg leuchtet wie der Köder eines Anglerfisches, aber er fühlt sich sicher an. Es stimmt, er zieht dich an, auch wie I will Zudriften. follow the way, I think. But then I see another glowing thing. This one does not feel safe. Das wird wohl Eotas sein. Ich denke, ich werde dem Weg folgen, aber dann sehe ich doch so ein Leuchteding. Dieses fühlt sich nicht sicher an. Eine weitere leuchtende Figur taucht auf, diesmal geformt wie ein enormer Läufer. Drei Sterne brennen über seiner Braue. Du kannst Janas Angst diesem Läuferwesen gegenüber spüren, selbst dann noch, als du erkennst, dass es Eotas ist. Abstand nehmen. Du beobachtest, wie die leuchtende Gestalt sich der Säule nähert. Sie greift nach ihr und ein heftiger Strom durchdringt die Dunkelheit.
Du hörst ein Chor aus Schreien, aber sie hören sich entfernt und verzerrt an, als kämen sie aus dem Wasser. Licht und Energie fließen aus der Säule und aus 100 anderen Stellen darum in das seltsame Wesen. Schließlich ist die Säule dunkel. Der leuchtende Läufer weicht zurück, heller als zuvor. Alles ist dunkel. Now, there is no way and no light. I am afraid. Jetzt ist kein Weg und kein Licht mehr da. Ich habe Angst. Ich werde die andere Säule wiederherstellen. Dann kannst du deinen Weg fortsetzen. The way. I am searching for a way. Show me. Weg, ich suche einen Weg, zeig ihn mir. Sie verschmilzt mit dem Äther und wird zu einer stillen Präsenz neben dir. Ja. Das heißt, wir können hier wieder rausschwimmen. Du steigst in das Wasser, es fühlt sich kalt um deine Knöchel an. Die Treppe führt in einen dunklen, überfluteten Durchgang hinab. Du bist zuversichtlich, den Weg zurück zur Küche wiederzufinden. Ja. Du verfolgst deinen Weg zurück, wobei du dich an der Steinwand entlangtastest und dich von sanften Strömungen treiben lässt. Als du die richtige Wand erreichst und den ersten Lichtstrahl siehst, wendest du dich nach rechts und strampelst zur Oberfläche. Gut, wir sind wieder in der Küche. Wir könnten wieder hier hoch. Aber ich will mal gucken, was passiert, wenn wir... nach links, rechts gehen. Du ziehst dich um die Ecke und kommst in ein Labyrinth aus Tod und Zerstörung. Geräusch von halb zerfallenen Wänden und zertrümmerten Barrikaden verstopft den Tunnel. Aufgeblähte und verfaulte Leichen in Rüstung schwimmen und treiben in freien Flächen. Du trittst dich von dem Geröll ab, um Schwung zu holen, aber auch so ist der Weg voran anstrengender als du dachtest. Weiter schwimmen. Du schwimmst weiter. Maya scheint Schwierigkeiten zu haben, aber als du dies bemerkst, ist es schon zu spät, um umzukehren. Der Ausgang ist noch immer nur ein grauer Schleier, als du die Panik in Mayas Augen siehst. Du packst einen von Mayas zitternden Arm und ziehst Maya zum Licht. Du kommst an eine holzgetäfelte Wand mit einer zerstörten grünen Banner, als du den Ausgang rechts von dir erblickst. Du schwimmst darauf zu. Kaum aus dem Wasser krümmt sich Maya und erbricht einen Mund voll Seewasser. Maya zittert vor Erschöpfung. Maya wurde verletzt, ja. Ob sich das rentiert hat, ist die andere Sache. Garantiert können wir mit der Bombarde eher den Weg freispringen. Ja, garantiert. Hier kommen wir auch irgendwie anders rein. F8 ist schnell laden, gut. Weil durch die paar Nagas, die jetzt hier draußen sind, können wir uns noch durchballern zurück. Nur die Nagas da vorne an dem Mauerknoten da, die könnten gefährlich werden. Ja, hier. Oh, das war gerade ein schöner Frame-Drop. Ja, wir ziehen uns jetzt mal zurück vor diesem Totem. Das war Alof, das war nicht gut. Okay, wir sollten doch lieber den sicheren Weg zurücknehmen und nach Munition fragen. Ja, sie kann ihre Waffe ziehen, aber von hier oben aus können wir nicht angreifen, was schade ist. Da wären halt auch Schwarzpulverfässer, die wir ausnutzen könnten.
Oder wir zerstören einfach das Totem von hier oben aus. So. Das erleichtert uns die ganze Sache schon mal. Seite überqueren. Beenden. Dann nochmal zurück in den Lagerturm. Da ist die Küche, ja. Da ist der Knoten, vor dem ich geredet habe. Den ich beschießen will. Und da sind die anderen Nagas, also welche drüben hin will. Ich will aber auch, auf jeden Fall muss ich auch in die Richtung. Zum Glück scheinen die Nagas nicht so viel Interesse an der Defiant zu haben. Ja. Yes. Is there anything else? Gibt es sonst noch etwas? Sie starrt dich mit einem weiten ausdruckslosen Augen an. Ihr scheint hier eine ordentliche Menge Schwarzpulver zu verstauen. Wie du sehen kannst, brauchen wir es. Offensichtlich, wofür denn genau? Ich kenne mich mit Sprengstoffen aus und die handelt mit außergewöhnlichen Mengen. Rautaians do not do anything in half measures. Rautaianer machen schon das Prinzip keine halben Sachen. Die anderen Soldaten lassen einen zackigen Freudenschrei los. The Deadfire is a savage place. Something the Valian coin counters and Juana tribals do not seem to recognize. Das Todesfeuer ist ein wilder, ungezähmter Ort. Das ist etwas, das die valianischen Münzzähler und die primitiven Huana anscheinend nicht erkennen. But our people conquered Rauatai 2 millennia ago. We understand what it takes to survive, to tame a wild land. Aber unsere Soldaten haben Rauatai vor 2 Jahrtausenden erobert. Wir wissen, wie man überlebt, wie man ein wildes Land zähmt. Die anderen Soldaten murmeln zustimmt. Wo kann ich Munition für die Bombarde finden? Ammunition? We keep lots of ammunition. Get new shipments all the time from Rauatai. Munition, wir langen eine Menge Munition, kriegen ständig neue Lieferungen aus Rauatai. Sie nickt lächelnd und klammert sich an dessen hoffnungsvollen Gedanken. Not for the bombard. Fleetmaster Co. fired it all at the Colossus. All that's left are cannonballs, and they're too small. Nicht für die Bombarde. Flottenmeister Co. hat alles auf die Koloss abgefeuert. Es sind nur noch Kanonenkugeln übrig und die sind zu klein. Er sinkt in sich zusammen, Mutlosigkeit überläuft ihn wie ein kalter Schauer. Maybe Imuro had some in his workshop. He was making these new explosive shells. Vielleicht hat Imuro welche in seiner Werkstatt. Er hat an diesen neuen explosiven Geschossen ge. Der verletzte Soldat wirft ihr einen Blick zu und sie hält inne. That's not really what you'd call a defensive weapon, wouldn't you say? More like something you'd lay siege with. Das ist nicht das, was man als defensive Waffe bezeichnen würde, habe ich recht? Eher etwas, mit dem man etwas oder jemanden belagern würde. Soldier, did I ask for an inventory of your supplies? Stick to the topic. Soldatin, wenn ich eine Auflistung der Vorräte haben wollte, würde ich danach fragen. Bleib beim Thema. Maya hebt einen zitternden Finger und bindet Sojas Blick an ihn, bevor sie ihn senkt. Anyway, you should check, just in case. Imuro's workshop was by the northern gate. Jedenfalls solltest du nachsehen, nur für den Fall. Amuros Werkstatt befindet sich am nördlichen Tor. Sie greift in ihre Tasche. Sie gibt dir einen Schlüssel. Er ist feucht von ihrem Schweiß. Ja, Schlüssel zum Lagerraum. Der Schlüssel öffnet die Tür zum verschlossenen Lagerraum in Hasongo. Dann leben wir wohl. Okay, wir haben einen Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Kanonenwehrgang, Küche. Ja, uns bleibt also nicht viel anderes übrig, als uns entweder mit den Plünderern oben erstmal anzulegen. Was vielleicht einfacher sein dürfte. Someone's ahead.
need.